der Presse von mir nochmal ein gesundes neues Jahr. Bis zum Sonntag darf man es ja noch wünschen. Willkommen zur Pressekonferenz, die Eisbären Leipzig gegen den Herner e.V. Frank, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 5:1 haben wir doch sehr, sehr deutlich. Trotzdem muss man beiden Mannschaften ja auch mal ein Kompliment aussprechen. Wir haben stellenweise wirklich sehr, sehr attraktiven Eishockey erleben dürfen. Und im zweiten Drittel hatten die Eisfighters auch mal die Chance auszugleichen zum 2:2. Am Ende war es dann doch recht deutlich. Ganz kurz deine Einschätzung nach dem Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ja, wir wollten unbedingt heute 3 Punkte nach Hause bringen. Sehr gut gestartet. Erste Minute 1:0 Führung gegangen. Und dann, ich glaube, die 3. oder 4. Minute, unser Torwart hat 2 Big Saves gemacht, hat uns im Spiel gehalten. Und dann der 2:0, erste Drittel vorbei, 2:0 in Führung gegangen. Im zweiten Drittel, Leipzig am Anfang hat ein bisschen Druck gemacht, hat das erste Tor geschossen und dann das Spiel war ein offenes Spiel. Und er hat 3 oder 4 Big Chances. Nochmal, unser Torhüter hat uns im Spiel gehalten, hat Geduld, mit viel Geduld gespielt und hat einen Konter. Der 3:1 vom Snitzer geschossen und das war ein kleiner Knackpunkt und dann kurz vor Ende unser Ubezahl-Tor 4:1. Dritte Drittel war ein Hartkampf. Wir hatten 3 Ubezahl-Situationen überstanden. Unser Torhüter hat ein paar Big Saves wieder und ja, ich bin zufrieden mit den 3 Punkten und das war eine richtige Teamleistung für meine Mannschaft. Ich habe dich mal ein bisschen beobachtet auf der Bank, trotzdem warst du stellenweise auch sehr unzufrieden, hast mit deinen Männern auch mal kräftig und lautstark geschimpft. Warum? Lief ja alles nach Plan. That's my steal. Ich bin Italiener mit Blut. Nein. Okay. So, jetzt seid ihr Tabellenführer. Die Frage, die sich natürlich stellt, was ist denn das Saisonziel von Herne? Wo soll es denn hingehen? Ja, wir versuchen Spiel für Spiel. Es ist nicht einfach, wenn ihr ganz oben auf der Tabelle. Weil alle möchten dich schlagen und es ist schwer für die Jungs immer 110% jedes Spiel zu geben. Aber wir wissen auch, wir können schnell untergehen. Die nächste Runde, Top-Mannschafts, aber wir versuchen unsere tägliche Arbeit und gehen Spiel für Spiel. Aber DL2, ist das nein, Thema für euch? Nein, nur weil wir in erster Platz, der 7 andere Mannschafts hinter uns haben die gleiche Chance. Okay, Dankeschön, Frank. Sam, wir haben dir heute schon nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Du wolltest dir und deiner Mannschaft natürlich heute nochmal ein besonderes Geburtstagsgeschenk bereiten. Wir haben uns bei Radio Leipzig wieder unterhalten und gesagt, wir wollen ganz gern Herne ein bisschen ärgern. Das ist uns stellenweise auch wirklich gut gelungen. Wir hatten, wie gesagt, gerade im zweiten Drittel die Chance zum Ausgleich 2:2. Dann wäre das Spiel vielleicht nochmal gekippt. Jetzt ist es dann doch recht deutlich gewesen. Dein Fazit. Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr euch allen noch. Frank hat gerade gesagt, dass jeder sie schlagen will und ich glaube, wir wollten heute nicht. Das ist ein kurzes, doch deutliches Fazit, weil wenn du ins Spiel reingehst und verlierst direkt in der ersten Minute so die Zuordnung und lässt so ein Tor zu, dann ja, waren wir einfach nicht wach, waren nicht bereit und das, obwohl es stellenweise wieder okay war, überhaupt kein Thema. Insgesamt waren wir in allen Zweikämpfen zu spät dran, zu weich, nicht hart genug, nicht aggressiv genug. Und das ist so ein bisschen das Gesamtfazit, dass wir natürlich dann nach dem 2:1 Chancen hatten, ist selbstverständlich. Die Mannschaft gibt sich auch wirklich nie auf, das kann man denen auch nicht absprechen. Aber dann kommt wieder das dritte Tor, wo man einfach eine halbe Stunde vorher sieht, was passieren wird. Und ich glaube, das ganze Stadion hat es gesehen und wir haben an der Bande geschrien. Und trotzdem ist es passiert und das ist halt wirklich schade. Weil wenn wir in der Szene oder in der Situation dann das zweite Tor dann irgendwann schießen und das ist ausgeglichen, ich glaube schon, dass wir dann Möglichkeiten noch gehabt hätten, die Punkte zu holen. Deswegen hat der Frank da recht, das war der Knackpunkt in der Begegnung, das 3:1. Und dann natürlich auch wieder der Fehler beim Unterzahl. Es sind so viele Kleinigkeiten, die wir in manchen Spielen schon viel besser gemacht haben. Und heute viele, viele Kleinigkeiten nicht gut gemacht haben und deswegen auch verdient verloren haben. Dass es natürlich mit 1-2 Toren zu deutlich ist, ist wurscht. Wir können uns weder für ein Tor weniger oder noch irgendwas anderes können wir was kaufen. Es war insgesamt eine wirklich verdiente Niederlage, das muss man dann einfach akzeptieren. Gerade zu den Jungs gesagt, wir haben gegen den Tabellenführer verloren, das ist kein Riesenbeinbruch. Nur die Art und Weise, wie es passiert ist, das ist was, woran wir wieder arbeiten müssen und arbeiten werden. Fast Berlin, das letzte Spiel jetzt in dieser Runde am Sonntag. Auch
Ich habe dir gesagt, das ist eigentlich ein Drei-Punkte-Spiel. Du hast dann schon mal wieder die Erwartungen gedämpft und gesagt, naja, pass auf, wir haben schon ganz andere Spiele bestritten in dieser Saison gegen Gegner, die wir eigentlich vom Eis fegen mussten. Also wie werdet ihr in die Partie gehen am Sonntag? Anders als heute. ja, erstmal wirklich schauen, morgen werden wir uns ein paar Szenen angucken von dem Spiel heute, damit die Jungs auch wirklich glauben, dass was wir da sagen und sehen, dass das auch wirklich stimmt. Dann müssen wir schauen, wer spielen kann. Der Ian ist raus, nachdem er einen Schuss geblockt hat. Mal gucken, was mit dem ist. Marvin konnte, ist im Krankenhaus, ne? Genau, Marvin konnte das Spiel nicht beenden. Mal schauen, was mit ihm ist. So, von daher, wie wir auflaufen werden, müssen wir schauen. Gewarnt habe ich schon davor, dass Fast jetzt einen neuen Trainer hat. Genau, übermorgen das erste Mal dann an der Bande stehen wird. Das heißt, dass dort jeder Spieler wieder neu sich beweisen muss, auch die vorher gut gespielt haben. Und andersrum, die vorher schlecht gespielt haben, können sich auch wieder neu beweisen. Sowas ist immer gefährlich. Trotzdem, ja, natürlich, wir fahren dorthin und wollen die drei Punkte holen und haben die verdammt nochmal auch zu holen. So, dann geht es nächste Woche weiter mit der Zwischenrunde. Wir dürfen schon mal sagen, dass wir am Sonntag gegen Tilburg spielen. Das ist amtlich und am Freitag gegen auswärts in Hamburg. Der offizielle Plan für die Zwischenrunde gibt es dann am Montag. Werden wir auch über die verschiedenen Medien, weil ich Frank Schober von der Leipziger Volkszeitung sehe und auch bei Radio Leipzig werden wir es auch bekannt geben, wie es dann offiziell auch weitergeht. Und die Karten gibt es ab Dienstag bzw. dann auch online zu kaufen. Wenn es jetzt noch Fragen von der Presse gibt. Danke. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Tilburg. Wir wünschen für die letzten Spiele in dieser Runde alles Gute. Danke für diesen wirklich spannenden, attraktiven Eishockeyabend. Eine gute Heimfahrt. 5 Stunden, glaube ich, braucht ihr jetzt nach Hause, oder? 5 Stunden. Langer Weg zurück, aber 5 Stunden. Kommt ja aus Italien, der ist immer warm. Gesagt, hier ist es schweinekalt, hier ist minus 16 Grad draußen. Frank, alles Gute, auch für die gesteckten Ziele. Danke. Ich bleib hier. Du bleibst hier, sehr schön. Das haben schon ganz andere versucht, glaube ich. Dankeschön. Euch noch ein schönes Wochenende. Drückt die Daumen und wir sehen uns nächste Woche Sonntag dann gegen Tilburg hier wieder in der KWN Eisarena. Dankeschön.